Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute machen wir mal mit Swayty You Julian ein ganz spezielles Video und zwar machen wir Duo und nicht nur irgendeine Duo-Runde, sondern in dieser Duo-Runde werde ich euch alle neuen Infos zu Season 4 runterrattern und das sind wirklich einige Skins, Map-Konzepte, neue Features, Namen, Kooperationen und Trailer, also wirklich, wirklich viel. Haltet euch fest, es wird ein sehr, sehr cooles Infovideo. So, wir sind jetzt hier wieder in der Runde und diese Kugel ist fast weiß. Ich wusste, dass es so ist. Und wenn das ganz weiß ist, diese Kugel da von dieser Schnecke, was halt im Himmel ist, dann wird es wahrscheinlich weg sein und Season 4 Start. Also so eine Art Counter tatsächlich. Finde ich ganz nice. In 2 Tagen ist ja neue Season. Und ich würde sagen, wir landen hier vielleicht in dem Bereich. Ja, zunächst mal zum Namen. Und zwar wird das Heist der neue Name sein für die Season. Und Heist klingt irgendwie so ähnlich wie Host. Also vielleicht dass wir irgendeinen neuen Boss bekommen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mit der Übersetzung Heist bedeutet, aber ist auf jeden Fall der Name für die neue Season, haben wir jetzt bekommen. Es kann auch noch andere Namen geben, aber es ist halt der erste Pfeil quasi für die neue Season, die wir bekommen haben, dass es eben der Name heißt. Dann kommen wir mal zu den neuen Waffen und zwar sind das einmal, also neue Waffen jetzt nicht, aber alte Waffen, die zurückkommen. Und zwar ist es einmal die alte MK7 tatsächlich, die Alien-Waffe und der Boombogen, der angeblich zurückkommen soll. Dann haben wir neue Räume. Mit neuen Räumen meine ich natürlich neue Orte, aber es wurde natürlich nicht der ganze Ort geleakt, sondern nur ein Teil des Orts. Und das sieht von innen so aus wie der Agency, also ist ganz nice. Viele glauben, dass jetzt auch die Umkleidekabine und so weiter zurückbekommen oder Midas zurückkommt. Also wir haben ja einen neuen Midas-Stil auch schon geleakt bekommen. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es könnte sein, dass es so eine ähnliche Season wie in Chapter 2 Season 2 erhalten. Wäre auf jeden Fall ganz nice und würde ich persönlich richtig hart feiern. Im Trailer habt ihr ja schon gesehen, wie diese Kugel bei Rumble Ruins da explodiert ist und wir dann in die neue Season reingestartet sind. Natürlich nur ein Trailer, aber könnte wirklich so passieren. Und was ich ein bisschen komisch finde, dass ja diese Kugel angeblich der Nullpunkt ist. Der ja ziemlich verschlossen ist und den man nicht zerstören kann. Das ist irgendein sehr, sehr starkes Metall. Aber es ist ja eigentlich komisch, weil im Chapter 3 war er unter der Erde und jetzt in Chapter 4 wurde er da aufgelegt. Also ist ein bisschen so von der Änderung her komisch. Zuerst unter der Erde und dann auf einmal komplett auf der Karte oben, also ja, wurde auf jeden Fall ein bisschen verwinkelt gemacht. Dann gibt es zusätzlich zu dem Midas-Skin einige neue Agenten-Skins, unter anderem einen neuen Wildcard-Skin, dann noch einen weiblichen Skin und wieder einen Tier-Skin. Also es kommen jetzt wieder jeden Tag so Leaks und am Donnerstag ist ja dann schon neue Season. Genau. Und es wird auf jeden Fall wieder so Remakes geben, also Midas ein Remake, es wird einen neuen Chicken Skin geben. Also diese ganzen Skins, die reinkommen, sind eigentlich gefühlt nur Remakes. Außer halt die Frau, also nicht alle Remakes, aber die zwei sind schon relativ Remake. Dann nochmal neue Waffen und zwar könnte die Laserwaffe auch wieder am Start sein. Finde ich jetzt hier mal kurz die Laserwaffe ein.
Okay. So viel dazu auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal neue Waffen. Und zwar eine neue Schrotflinte und ein neues Gewehr. Das wurde uns alles geleakt. Und die Charmgun von Midas. Es sind wirklich verdammt viele neue Waffen am Start. Mit den ganzen neuen Waffen haben wir dann auch ein neues Wurf-Item am Start. Das blende ich euch jetzt hier mal am Rande ein. Ist ganz nice. Auf jeden Fall ein neues Wurf-Item. Dann die ganzen Spot-Location blende ich euch mal ein. Also neue Orte und so weiter. Da gibt es ein paar neue Orte, die jetzt hier geleakt worden sind. Unter anderem eben der Ort, der so aussieht wie die Agency. Dann noch so ein sommerlicher Ort. Wie in Sweaty Sands bisschen. Also es könnte sein, dass Season 4 wie ganz viel Altes so aus Chapter 2 Stuff zurückbekommt. Was ich natürlich nice finde, weil Chapter 2 so irgendwie mein Chapter war. Jo. Ja. Ja. So, und zum Schluss kommen wir jetzt noch zu den neuen Kooperationen. Und zwar ist das einmal Haus des Geldes. Ist ja nicht neu, also haben wir schon länger. So Squid Game, Haus des Geldes Skins könnten dann natürlich nicht nur zum Season-Start, sondern auch dann zu Halloween reinkommen. Ist wahrscheinlich passender. Und eine neue Kooperation mit einem Skin, der dann im Spiel verfügbar sein wird. Blende ich mal die Kooperation ein. Und zwar ist das, wenn ich jetzt die Kooperation finde, das ist Walter White. Also ist halt der Skin, der neue, den wir bekommen werden. Und ist ganz cool. Dann haben wir noch ein paar kostenlose Items und Sprays, die uns geleakt worden sind, aber noch nicht im Spiel drinnen. Die blende ich euch jetzt hier mal am Rande ein. Das sind ein paar, da haben wir noch keine Codes erhalten. Hin und wieder gibt es also Codes auf Twitter und Discord und auch Twitch zum Freischalten. Und ein paar haben wir halt noch nicht bekommen auf diesen Plattformen zum Freischalten. Also das auf jeden Fall jetzt hier im Start. So ein ähnlicher Ort wie Citadel soll auch zurückkommen. Wir waren ja vorhin bei den Orten und da habt ihr einen Ort gesehen im Vergleich mit Citadel. Das ist auf jeden Fall interessant. Also wir haben hier vielleicht Remakes aus verschiedenen Chapters. Sloan will ja aus dieser Schleife entkommen und auf ein neues Chapter dann bald. Weil es ist ja 2. Dezember Chapterwechsel. Und es könnte natürlich sein, dass wir jetzt alte Sachen zurückbekommen wegen diesem ganzen Remake-Stuff und so weiter. So, legendäre Pump im Start. Als letzte Info haben wir jetzt noch einen Backpack und das Interessante an diesem Backpack ist tatsächlich, dass wir einen extra Inventarslot oder ein neues Feature erhalten können, weil ich denke persönlich, dass der Backpack entweder für einen zusätzlichen Inventarslot gemacht wurde, also dass wir quasi diesen Rucksack tragen und dann bekommen wir statt 5 6 Inventarslots, also einen mehr, weil wir einen Rucksack oben haben. Und dieser Rucksack, den haben wir die ganze Zeit am Rücken. Wir bekommen dafür einen 6. Inventarslot. Wie nice wäre das denn, Leute? Einfach einen Gegenstand mehr mitnehmen. Und die zweite Sache, die wir mit diesem Packpack, also dem neuen Item, bekommen könnten, wäre eben, dass wir dort ein Tent verbacken können, also ein Zelt.
was sie eben mit diesem Rucksack mitnehmen und dann aufschlagen können. Also entweder Zelt oder zusätzlicher Inventarslot. Das sind meine zwei Theorien, was es mit diesem Backpack auf sich haben könnte. Jo, also das war's eigentlich zu den Infos. Ich move noch zum Tresor, weil da die Slurpees sind. Mit den Bots, die wurden halt noch nicht gekillt. Das könnten wir noch usen. Karte wäre auch noch gut. Jetzt zum Tresor. Ich hoffe, ich kann dich nochmal holen. So, Slurpees. Let's go. Hielt er schneller, wenn man sich zwei gönnt? Okay, ich gönne mir trotzdem mal zwei, weil es liegt das eine darum. Deswegen. Na, nee. So, jetzt nehme ich deine Karte. Und dann ab in die Zone, würde ich sagen. Achtung. Ja, hab schon. Hab ihn. Jo. Hier liegt noch eine Krone, falls du brauchst. Ich habe halt nur mal ein Slurpee, das muss ich mir jetzt einteilen, weil ohne Slurpee, Leute, geht Fortnite überhaupt nicht. Okay, ich komme zu dir. Halte durch. Wer ist das hier? Hab ihn. Wichtiger Hase. Nochmal Slurpees am Start. Ja, let's go. Geht doch, Leute. Epischer Sieg. Nice. Mal schauen, kurzer Wincheck. Und wir haben 14 Wins. Okay, jetzt nicht mal ein besser Rekord. Aber ist auf jeden Fall cool. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, euer Wiggen. Ciao.